Willkommen zu Heiger unterwegs. Heute wieder aus Dilbrecht. Mein Name ist Hartmut Eglinski. Der Wochenspruch für diese Woche lautet: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Ein altvertrauter Satz. Ich möchte ihn einmal auseinandernehmen und in seine Einzelteile zerlegen, dabei noch etwas abstrahieren und mal schauen, was bei rauskommt. Also, da steht also, wenn etwas nicht stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Nochmal. Etwas muss sterben. Oder es bleibt allein. Wenn es stirbt, bringt es viel Ertrag. Man könnte noch weiter verkürzen. Ich versuche es nochmal. Also, die Wahl besteht zwischen sterben und viel Frucht bringen. Die Wahl steht zwischen sterben und alleine bleiben. Also, keine besonders attraktive Wahl, finde ich. Wenn ich mir vorstelle, na, kein Mensch will sterben. Und kein Mensch will allein bleiben. Also fast schon ein Dilemma, in dem wir da stecken. Wenn wir uns diesen Satz anschauen, war er nur auf Jesus gemünzt, von Jesus gesprochen, nur auf sein Leben und Auferstehung? Dann könnten wir ihn fast schon beiseite legen, wenn er keine Bedeutung für uns hat. Also, wie kann das sein? Sterben und allein sein, zusammenkommen. Naja, ich würde mal sagen, jetzt bin ich schon ein paar Jahre verheiratet und wenn ich ehrlich bin, bin ich vielleicht schon ein paar Tode gestorben in meiner Ehe mit meiner lieben Frau. Ein paar Tode musste ich sterben, sonst hätte vielleicht unsere Ehe Schaden genommen, wenn ich nicht auf das eine oder andere verzichtet hätte, wenn nicht mein Wille in der einen oder anderen Hinsicht hätte abgestorben wäre. Dann wäre ich für mich allein geblieben. Ja, dann wäre ich wahrscheinlich so weit gegangen, dass ich meine Frau niemals geheiratet hätte, weil dann hätte ich mir ja die ideale Person selber zusammenzimmern müssen. Und die ideale Person, die gibt es nun mal nicht. Sobald wir längere Zeit mit jemandem zusammen sind, eine Person länger kennen, na, dann wissen wir doch auch, wo die Knackpunkte sind und wo meine Forderungen und Anforderungen absterben müssen, wo etwas in mir absterben muss, damit die Liebe wachsen kann, damit ich nicht allein bleibe und mich innerlich vereinsame. Innerlich vereinsamt tue ich auch dann, wenn ich mich nicht öffne für andere Menschen, wenn ich es nicht schaffe, über das, was mich wirklich bewegt, zu sprechen mit anderen Menschen. Und so auch als Christ oder Christin. Wenn ich es nicht wirklich schaffe, mit anderen Menschen drüber zu sprechen, wie wichtig mir mein Glaube ist, dann bleiben wir auch in unserem Glauben ein Stück weit allein. Weil es kommt eben nicht nur auf die geistliche Dimension an, auf Deutsch die Beziehung zu Gott, sondern es kommt auch auf die mitmenschliche Dimension an für Gott. Und so freue ich mich im Übrigen darauf, dass wir nach den Osterferien wieder einen Alpha-Kurs anbieten, wo Menschen, egal in welcher Lebenslage, egal ob kurz oder lange im Glauben, länger getauft oder noch gar nicht, wo wir über die wichtigen Dinge des Lebens ins Gespräch kommen, über das, was Jesus für uns hat, wie Gott uns beschenkt und in dieser Zeit im Austausch sind, um eben nicht allein zu bleiben mit unseren Vorstellungen, mit unseren Hoffnungen, Sehnsüchten, Fragen, mit dem, was uns bewegt. Und so wünsche ich Ihnen allen, dass Sie auch jemanden finden, vielleicht auch eine kleine Gruppe von Menschen, mit denen Sie sich über diese Fragen
austauschen, gemeinsam ins Gespräch kommen über den Glauben, gemeinsam mit Gott reden, also beten. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Woche.